schön, dass heute so eine schöne Runde beieinander ist. Gute Mischung, männlich-weiblich und über die Generationen hinweg. Niedriges Durchschnittsalter stelle ich fest, also finde ich gut. Und ich werde natürlich jetzt keinen langen Impulsvortrag halten, so wie es ja hier üblich ist, dass es einfach nur ein paar Impulse. Kurzer Input ist von meiner Seite, wie ich das in meiner Zeit jetzt, ja, die ja schon etwas länger mittlerweile ist, immer so gehalten habe im Wahlkampf und wie auch ich natürlich diesen Umbruch erlebe jetzt und wahrnehme und natürlich ihn auch nutze, um quasi die traditionelle Realbegegnung, die man mit den Menschen hat, nicht nur im Wahlkampf, sondern auch so, auch natürlich auf digitale Art und Weise zu nutzen. Und nachdem es ja auch vornehmlich schon um die Kommunalwahl geht, die ja bereits 2020 stattfindet und wo ja hoffentlich viele von Ihnen, von euch, auch kandidieren werden und mit Sicherheit auch viele erfolgreich kandidieren werden, ist es vielleicht auch ganz spannend, gerade mal so in die kommunale Ebene reinzuschauen. Wichtig ist, denke ich, egal wofür man kandidiert und auch wenn man noch nicht kandidiert, wichtig ist in diesen Gremien, in dieser politischen Landschaft, der stetige und gute und enge Kontakt natürlich mit der Bürgerschaft. Und da, denke ich, ist es wichtig, dass man sich, wenn man sich entschieden hat, in einer Partei mitzuwirken, dass man natürlich die parteiinterne Arbeit entsprechend auch besucht, dass man also Chancen ergreift, wie heute Abend zum Beispiel, dann auch solche Fortbildungsangebote zu nutzen und dass man natürlich auch sich innerhalb dieser Community, sage ich jetzt mal, durch gute Kontakte auch ein Netzwerk aufbaut. Es ist also immer sicher wichtig, dass man vornehmlich zunächst mal innerhalb der Partei schaut, dass man sich Unterstützerinnen und Unterstützer sucht. Ich habe das damals natürlich auch nicht zielorientiert gemacht und das ist ja auch oft was, was so beiläufig passiert und das sind ja auch eigentlich vielleicht die günstigeren Entwicklungen, wenn man nicht gleich mit dem Aktenköfferle in die Partei eintritt, ich möchte mal Abgeordnete werden. Also ich denke, das ist ganz wichtig, die Netzwerke sich zu erschließen, Vereine natürlich auch, den vorpolitischen Raum natürlich kennenzulernen und es ist nicht nur die Partei, die einen dann wählen kann, da gibt es nur für Parteifunktionen, sondern darüber hinaus ist es natürlich egal, ob Bürgermeisterin Simone oder ob Kreisrätin, Kreisrat, Stadtrat, ist es natürlich wichtig, darüber hinaus dann sich in der Bürgerschaft bekannt zu machen und deshalb denke ich, sind also Kontaktgespräche, also die reale Begegnung mit den Menschen, was ganz wichtig ist. Natürlich muss man sich auch in den Printmedien noch Möglichkeit sehen lassen, da haben wir natürlich nicht so viel Einflussmöglichkeit, wie wenn wir dann später über die digitale Welt agieren können, aber auch das muss natürlich nach wie vor im Blick gehalten werden, also gerade an der Basis selber mit eigenen Pressemeldungen, mit eigenen Presseberichterstattungen über Veranstaltungen, die im Ortsverband oder auch in einem Verein, dem man angehört oder dem man vorsitzt, laufen, dann entsprechend sich auch hier mit der hiesigen Presselandschaft gut zu stellen. Im Kommunalwahlkampf ist es eigentlich schon seit eh und je so, dass man sich dann auch mit dem neuen Begriff des Straßenwahlkampfes befasst. Ich denke, das ist eigentlich schon was mit langjähriger Tradition. Jetzt ist es halt 2017 erstmalig dann mit einer großen Kampagne auch von der Partei, von der CSU begleitet worden und offiziell auch von oben quasi, ich will nicht sagen angeordnet, aber empfohlen worden. Und ja, zum eigentlichen Thema, um das es heute geht, der Online-Betrieb, der ist meines Erachtens, wenn man es prozentual jetzt mal aufschließen sollte, dann denke ich, dass der Online-Betrieb, mit dem ich also mich im Wahlkampf bzw. in der Landschaft bewege, mindestens genauso wichtig wie die Realbegegnung geworden. Und was natürlich ein großer Vorteil ist, das würde Herr Lange natürlich heute alles noch viel intensiver ausführen, wenn ich an mich jetzt zurückdenke, seit wann bin ich mit einer Internetpräsenz vertreten. Wir waren als Bezirksverband Frauenunion die Ersten, die hatten, ich denke es war 99 oder so, haben wir die erste eigene Internetseite gehabt, was damals nicht unbedingt schon so in der CSU üblich war. Also der Bezirksverband der CSU war noch lange nach uns erst dran. Und von daher haben wir damals natürlich gespürt, dass uns das sehr viel genutzt hat,
Wir haben auch versucht, Domains zu besetzen, die nicht gleich zur CSU Frauenunion geführt haben, sondern die dann zum Beispiel frauen-kompetenz.de, ja, das war also eine Domain, die wir auch damals über die Denne gleich kassiert haben. Oder auch so Schlagwörter wie Frauenpolitik und so weiter, wenn man die dann gegoogelt hat, ist man gleich bei uns gelandet. Also das war eigentlich, waren wir sehr, sehr gut aufgestellt zu der Zeit. Und wenn es dann natürlich mehr personifiziert wird, man als Bürgermeisterin kandidiert, wie die Simone Kirchner das ja erfolgreich 2014 getan hat, wie es hoffentlich vielleicht auch die Petra Preisinger macht und viele andere von euch natürlich auch, dann muss es natürlich auch eine eigene Präsenzseite sein. Ja, und wie schnell ging die Entwicklung in die neuen sozialen Medien? Das heißt, wie schnell war eigentlich die eigene Internetpräsenz dann schon noch wichtig, aber nicht unbedingt so aktualisiert und so schnell quasi draußen bei den Nutzern, wie jetzt über die neuen sozialen Medien. Also die Hauptarbeit findet eigentlich momentan, wenn ich es jetzt bei mir anschaue, findet eigentlich nicht mehr statt, dass ich also selber in meine Internetseite was einpflege, sondern das machen wir natürlich auch. Da muss man mittlerweile schon aufpassen, dass wir die eigene Internetseite nicht vergessen, weil wir ja stetig alles über Facebook machen. Ne? Und von daher, also denke ich, ist da schon sehr viel passiert. Und ich bin froh und dankbar, dass es diese Möglichkeit gibt. Es sind auch die Printmedien, also unser nordbayerischer Kurier hier in der Region, etwas schneller geworden, jetzt manche Pressemeldungen zu übernehmen. Taktisch klug ist es manchmal nicht gleich was in Facebook zu stellen, sondern es dann doch erst an der Redaktion zuzusenden. Also die sind jetzt auch aufgewacht, weil wir Konkurrenten, wir sind selbstständige Konkurrenz für die Zeitungen geworden. Und die bangen ja auch um ihre Attraktivität. Also von daher haben wir da eigentlich auch nochmal jetzt einen großen Mehrwert. Und wir können natürlich, je mehr Freunde wir haben, ja, auf unserem Profil oder auf den eigenen Fanseiten, für die ich mich jetzt auch erst vor wenigen Wochen entschieden habe, da wollte ich eigentlich immer nicht so recht, aber da haben wir natürlich viel Zugriff. Und über die Vorsichtsmaßnahmen, die man bei dem ganzen Geschehen ergreifen muss, wird sicher der Herr Lange jetzt dann ganz konkret noch eingehen. Da denke ich, ist auch immer Hab-Acht-Stellung einzunehmen bei der Thematik. Aber es ist spannend und ich bin froh und dankbar, dass es sowas gibt. Und ich bin zuversichtlich, dass wir auch im positiven Sinne die Social-Media-Entwicklung auch nutzen können und wollen und werden und damit auch manchen Konkurrenten, manche Konkurrenten vielleicht einen Schritt voraus sein können. In diesem Sinne wünsche ich einen schönen Abend, Herr Lange. Ich bleibe schon alle da, aber wenn ich dann verschwinde, bitte nicht schimpfen, aber ich muss halt auch noch irgendwas vorbereiten für weitere Aktivitäten, die ich jetzt leider oder vielleicht erfreulicherweise machen darf.